Ich bin's. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Back to Nature. Danke, dass du mich so lange ertragen hast. Ich habe mich bei Opa entschuldigt und Mary hat mir wieder Vorwürfe gemacht. Als Mann bin ich hoffnungslos. Okay, danke Gray. Der scheint ja gerade seinen richtigen Struggle zu haben, möchte ich schon fast sagen. Ich hoffe, er kommt ganz gut zurecht mit sich selbst. Er sieht gar nicht mal so gut aus. Gut, wir haben den 6. Herbst, es regnet. Kyoto spielt hier so ein bisschen mit sich selbst rum. Das klingt falsch, so meine ich das nicht. So, morgen wird es wieder sonnig. Und wann haben wir das nächste Fest? Am 9. Und das ist das bestimmt Ernte oder so. Was sagt das Herbstes? Ah, das Erntefest. Das sollten wir eventuell irgendwas vorbereitet haben. Das wäre auch ganz gut. So, große Frage aller Fragen. Wo ist meine Notiz? Ich habe hier diesen einen Zettel liegen. Der liegt hier schon seit Tagen. Auf dem steht drauf, wie viel ich brauche an Holz. Und wo ist denn der Zettel hin? Habe ich den weggeworfen? Vergangenheits-Ich, warum tust du so etwas? Wo ist der Zettel? Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich brauche. Ich glaube 350 oder sowas. Holz, da sind wir schon relativ nah dran. Oder 370, irgendwie so etwas. Wo ist der Zettel? Ist der unter meiner... Ist der unter meinem Dings gerutscht? Nee, das ist ein anderer Zettel. Wo ist denn mein Notizzettel? Habe ich den wirklich weggeworfen? Ach, na gut. Hier auf den Feldern ist soweit nichts fertig. Das sieht auch generell heute nicht sehr schön aus. Es war heute so ein typischer Offscreen-Spieltag, wenn das nicht mit Cray gewesen wäre. Dann ihm habt ihr es zu verdanken, dass ihr mir jetzt hier den Tag beim Spielen zugucken wollt. Weil ich möchte natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Events hier ohne euch haben. Und das mit Gray zu verfolgen, ist ja vielleicht doch hier oder da mal etwas spannender, weil das kenne ich selbst noch nicht. So viel habe ich anscheinend als Kind nie mit den anderen Leuten geredet. Ich war da immer so, ja, okay. Ich muss ja auch dringend mal irgendwelche Namen schon wieder raussuchen. Wie ich jetzt hier meine nächsten Chiggies benenne. Es sind da jetzt hier noch zwei weitere da, die bald wahrscheinlich ausgebrütet werden. Ja, muss ich mal schauen, ne? So, erstmal muss ich hier ganz viel verteilen. Wie habe ich denn? Ich habe jetzt gerade, glaube ich, 8 Hühner, oder? Genau. Dann muss ich jetzt den Spaß hier noch rein. 1, 2. Und so. Ich glaube, die Küken brauchen eh nichts zu fressen, aber zu spät. Die kriegen jetzt was. Lege ich jetzt so fest. So, ich bin auch froh, dass Kyoto groß ist. Ich wiederhole es. Da hilft er mir dann später, falls wieder wilde Hunde auftauchen, die zu verjagen. Auch wenn es der echte Kyoto nicht machen würde, wird vermutlich von wilden Hunden verprügelt werden. Oder davonlaufen. Aber der Kyoto hier, der virtuelle, der hilft. So. Chiggies sind jetzt gekümmert. Ich weiß immer noch nicht, ob ich euch knuddeln muss, ob euch das in irgendeiner Weise hilft. Ich nehme schon mal alle mal kurz hoch und da hoffen wir, dass es irgendwas bringt. Ich muss ja eigentlich einfach mal gucken. Das kann man bestimmt irgendwo nachlesen, ob das was bringt. Generell, wie sehr mögt ihr mich denn so? Befriedigend. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ja. Würde mich freuen. 20% habe ich gerade mal erst bei der Axt. Das ist nicht gut. Okay. Also die Hühner mögen mich auf jeden Fall alle schon maximal. Vielleicht bringt das Knuddeln doch einiges. Weil ich glaube, ich knuddel auch seit einiger Zeit nicht mehr so. Also mehr geknuddelt wird jetzt hier im Hühnerstall. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier fertig ist. Ich habe den Sichel dabei. Ja, habe ich. Klingt das was? Nee, ist noch nicht fertig. Gut. Dann nehme ich schon mal die Melkmaschine raus. Ich habe nämlich Angst, dass ich aus Versehen eine Kuh oder ein Schaf mit der Sichel angreife. Weil das möchte natürlich niemand hier. So. Halli, hallo, hallöle. Stell euch mal vor, ich habe 20 Kühe, / Schafe, müsst das jeden Tag überall machen, mit allen reden, alle bürsten, dann noch melken oder scheren, dann überall noch Futter. Ich hatte als Kind ohne Witz eine Liste und hat dann alle abgehakt, um die ich mich dann schon gekümmert habe. Und das hat mich so angekotzt, aber ich war eben auch so pflichtbewusst, dann hat mich eben um alle gekümmert. Wie gesagt, ich erwähnt, ich möchte, glaube ich, nur maximal 10 Kühe, Schafe haben. Also vielleicht 5 Kühe und 5 Schafe und das reicht mir dann. Jetzt 10 Kühe und 10 Schafe oder wie auch sonst ich das auch immer mischen möchte, das tue ich mir nicht an. Nee. Die Arbeit mache ich mir nicht. Jetzt muss ich noch irgendwie an das Futter rankommen. So. Perfekt. Tada! Okay, so. So. Okay, let's go. Damit wäre dann für heute schon mal das Pflichtprogramm abgearbeitet.
Und habe ich die Axt mit? Eigentlich ist es gefährlich, wenn ich jetzt hier mit der Axt rumhantiere, wenn es regnet. Weil, ich weiß nicht, ob das bei den neueren Harvest Moon-Teilen auch noch so war. Ich glaube sogar nein. Bei den späteren war es dann, bei den aktuellen, so bei den späteren, bei den älteren meine ich, war es so, wenn du stark körperlich arbeitest draußen, während es regnet, ist es halt eben sehr wahrscheinlich, dass du krank wirst. Und damit einhergeht halt eben, dass du schlechtere Ausdauer hast, verschläfst, also dann bis 8, teilweise auch bis 10, vielleicht sogar bis 12 Uhr schläfst. Und da halt eben kraftlos bist. Das ist natürlich nicht gut. Aber andererseits, ne, wir brauchen halt das Holz hier, um unser Hausmann zu verbessern. Was soll ich machen, ne? Muss ja hier. Und ich glaube auch durch das Baden der heißen Quelle geht auch so ein bisschen die Krankheit dann zurück. Da wird man auch ein bisschen gesünder. Können auch mit Gott reden. Hallöchen, ich suche Bäume, um Holz zu schlagen. Und was zu essen auch. Hier ist Essen, hier ist Holz. Ich nehme dir mal alles weg, Gott. Weil ich ein kapitalistisches, egoistisches Arschloch bin. So, jetzt hast du es. So, den Trüffel nehmen wir natürlich auch noch mit. Steht aber Karen auch total drauf. Ich überlege, ob ich heute Karen mal... Nee, heute ist Dienstag. Ich weiß gar nicht, wo Karen am Dienstag ist. Vor allem, wenn es regnet. Soll ich mir mal einen anderen Tag raussuchen. Mal gucken, wie Karen auf den Trüffel reagiert. Ich würde sie gerne mal mit roten Wänkchen vor Freude erbeben sehen. Sonst ist sie ja immer so eher so tough und ne? Aha, ja, cool, mir egal. Was willst du eigentlich von mir? Aber ihr mal mit richtig eine Freude machen, der Karen. Das wäre doch auch mal was. So. Dann schlagen wir hier mal noch ein bisschen Holz. Das zukünftige Haus von mir und meiner zukünftigen Frau. Die macht ja nichts, warum die Frau gerade ist. Sie wird vor allem irgendwo rumstehen und nichts tun. Ja, hier. Hier muss der Mann noch alles machen. Damals. Faule Weibsbilder. Ups, das ist ein bisschen fertig, wenn das dann immer kurz hängt. So. Nehmen wir ein bisschen was mit. Ich gehe eh noch mal dann jetzt hier in den Wald. Ich gucke gerade, wie habe ich jetzt hier einen Platz. Ja. Holz nehme ich ganz viel mit, auf jeden Fall. Ja, das hier nehme ich auch noch alles mit dann. Oder wenn man den, ja, das Gras, das stecke ich mir mal so schon ein. So, war hier oben noch was? Ja, hier noch die Blümchen. So. Zack. Zack. Oh, das war unnötig. Zweimal, glaube ich. Egal. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwei sind da oben noch, die wir weghauen können. Zwei Baumstämme meine ich. Was mache ich denn hier eigentlich da? Noch 100 Stück brauchen wir, glaube ich, ungefähr. Wo habe ich denn den Zettel hin? Habe ich den weggeworfen? Hat mein Freund den genommen? Hat die alles so schön auf den Zettel geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Das macht mich traurig. So. Oh, das war wieder eins zu weit. Ich muss mich dran gewöhnen. Eins, zwei, bis er rot ist. Und dann noch zweimal. Naja, tupf dich mal ein bisschen ab. Eins, zwei, drei, meine ich. Dreimal. So, okay. Alles klar, das haben wir jetzt soweit alles mit. Dann gehe ich kurz noch zwei in die Versandkiste schmeißen und... Oh, das ist sogar jetzt voll hier. Cool. Dann sammle ich noch ein paar Blümchen ein und gehe dann in die Stadt und verteile die wieder. Der ganze gute Alltag halt. Ja, ich versuche halt eben wirklich solche monotonen Dinge ohne euch zu machen. Und nur wenn es halt eben Events gibt, wie jetzt mit Craig. Mit Gray meine ich. Oder wenn ich ein neues Tier kaufe, was ausbaue, Stadtfest. Es sind irgendwelche besonderen Dinge passieren. Dann schalte ich euch immer dazu. Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof, weil das war jetzt nur ein kurzer Dialog am Anfang. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn ihr so ein bisschen... Ja, das Spiel lebt halt eben auch sehr viel von Routine einfach, ne? Dass ihr auch so ein bisschen was von dem Alltag mitkriegt. Ich rede das gerade so ein bisschen schön. Ich kann auch mal in Zukunft wieder ein bisschen Kaffee trinken. Da bin ich wieder aufgekratzt und rede vom Bofrost oder so. Das hat man ja alles schon. Das können wir ja auch mal wieder machen. Dann bin ich ja wieder total aufgedreht. Alles kein Problem. Alles Paletti. So, jetzt gab es noch hier einen Pilz. Genau, den kriegt dann Marie. Die freut sich doch über Pilze. Die olle Hippie-Dame. Muss ich mal trinken? Muss ich mal trinken? Ach ja. So, kommt mal was drin in der Flasche. Ich muss mir gleich mal was eingießen. Das A und O ist es, immer während der Aufnahme genug zu trinken zu haben. Behaupte ich einfach mal. Hallo, Popori. Ich gebe dir eine Blumi.
die dir gar nicht mal so sehr gefällt. Das ist das Traurigste auf der Welt. Ich musste mal gucken. Also sie fragt mich auf jeden Fall schon Sachen. Was hast du denn vorher so gelebt? Sie hat so langsam auch so ein bisschen Interesse an mir, ne? Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer über, macht jeden verrückt und dann geht er wieder. Ja, ich weiß, Rick, du hast was gegen Kai. Oh, hallo, Yume, brauchst du etwas? Nö, ich wollte eigentlich nur quatschen. Wobei wir in absehbarer Zeit vielleicht auch mal Tiermedizin oder sowas kaufen könnten. Damit so viel Geld. Ich meine, holy Macaroni. Wir sind ja hier schon 31.000. Da kann man schon mal eine geile Party geben. Schauen wir mal. Können wir ja richtig auf den Putz hauen. Aber theoretisch ja schon das Haus vergrößern. Einfach genug Holz kaufen. Ja, das ist schon krass, wie viel Geld ich habe hier gerade. Ich will hier gerade, wie ich hier Schokolade nochmal herbekomme. Ich habe nämlich gelesen, dass Anne gerne Schokolade mag, aber ich konnte die ja anscheinend nicht kaufen. Heißt das, ich muss die selbst herstellen? Aber wie mache ich denn ohne Kakao Schokolade? Hi. Hey, was ist denn? Sag mir bitte nicht, dass tatsächlich etwas passiert ist. Dann müsstest du ja arbeiten, keine Sorge. Da kriegt man Schokolade geschenkt. Oder müssen wir das irgendwie bestellen? Ich gieße mir mal kurz was zu trinken ein. Ich habe zwar kaum noch was, man auf Flasche. Aber das muss mal sein hier. So. Entschuldigung, falls es etwas laut war. So, perfekt. Okay. Hallo, Ellie. Es scheint eine Krippe herumzugehen. Pass auf dich auf. Oh mein Gott, es gibt Corona hier in dem Spiel. Ich wusste es. Oh, danke dir. Juhu. Aber meinst du wirklich, dass das in Ordnung geht? Natürlich. Wir haben schon zwei auf grün, Leute. Mal gucken, weil wir auch mal Mary auf grün kriegen. Ed und Kevin vernachlässigen wir, solange ich eine Küche habe. Dann kommt ihr auch etwas mehr dran, keine Sorge. Die beiden Damen vergesse ich natürlich nicht. Auch wenn die Liebeserwähnungen sind, nicht sehr, ich sag mal, komplex sind. Also, das sind meistens immer nur so zwei, drei Zeilen, ne? Weil Story of Seasons, das sind ja echt größer. Da hast du ja, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten was zu tun. Hallo, wie läuft denn die Farmarbeit? Ganz gut, hier hast du ein Bild. Oh, danke dir. Aber darf ich das wirklich behalten? Oh, natürlich, Mary. Herrgott, Mary. Blumen 2, die Blume des Glücks. Im Winter, wenn der Berg schneebedeckt ist, wollen einige Leute eine weiße Blume blühen gesehen haben. Die Dörfler nennen sie die Blume des Glücks. Das heißt, diejenigen, die sie sehen, sind mit Glück gesegnet. Aus anderen Ländern hört man ähnliche Geschichten. Und da es dort überall schneit, heißt es, es sei dieselbe Blume. Ich habe sogar, das ist ein kleines Event, was es hier gibt. Alles über Fische. 1. Die Zucht. Mehr und mehr Leute benutzen Fischteiche, um Fische zu züchten. Wenn man es richtig macht, werden sie laichen und sich vermehren. Das hat man doch schon mal gesehen. Bergwandern 1. Ich gehe einmal in der Woche. Das hatten wir auch schon. Okay, dann probieren wir mal ein bisschen zu angeln. Hab ich meine Angel mit? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir werden gleich sehen. Solange hier noch der Text unten durchpluppert, können wir es leider nicht checken. Eine Farmer und kleines Mädchen sagten mir, es sei eine gute Art, sie zu kochen. Okay, gut, danke. Ich habe sogar eine Angel dabei. Okay. Dann versuche ich jetzt mal einen Fisch zu angeln. Exklusiv, nur mit euch. TMC, ja, whatever. Los geht's. Ich trinke da mal immer noch einen Schluck, den ich mir gerade eingegossen habe. Hätte mal Kater helfen können. Beim Ernten der Trauben. Vergesse ich immer wieder. So, Zack hat auch alles abgeholt. Perfekt. So, probieren wir mal jetzt hier eine Runde zu angeln. Let's go. So, keine Ahnung mehr. Achso, ich muss gedrückt halten, ne? Frage ist, wenn das Ding bippert oder wenn das Ding reingezogen wird oder wenn ich ziehen muss. Ich hab keine Ahnung. Bin ich zu langsam? Oder zu schnell? Hm. Oh Gott, ich hab gerade den Tropfen gesehen und dachte, das wäre ein Zittern von. Halt! Ich warte mal nochmal. Ich lasse jetzt mal gedrückt, bis irgendwie. Aha. Aha. Ich glaube, ich muss, wenn er zittert, loslassen, ne? Oder? Ne, jetzt passiert wieder nichts mehr.
Wenn man wieder so macht. Oder? Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ich muss das schon so. Guck mir das nochmal genauer an, dann. Komm schon mal einfach nicht. Oder mach ich irgendwas falsch? Muss ich irgendeine andere Taste drücken? Ich bin gerade ziemlich ratlos. Vielleicht könnte ich ja mal irgendwie ins Item-Menü schauen. Vielleicht wird da mal kurz erklärt, wie es funktioniert. Wenn nicht, muss ich einfach mal im Internet gucken. Fisch im Fluss hier. Okay, wenn man spürt, dass der Fisch an der Schnur zieht. Okay, man muss einfach die Taste loslassen. Also Schatz, lass es jetzt gedrückt. Bin ich immer zu langsam oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse ja dann immer los, wenn da anscheinend was ist und zieht. Ich krieg's nicht hin. Ah, geil, ich habe was gefangen. Eine alte Flashdose. Okay. Konnte man die Angel auch abgrupps? Oh, ich hab einen Fisch, Kleiner Fisch, du kannst ihn essen oder für ein bisschen Geld verkaufen. Du kannst ihn auch in den Fischteich setzen. Leute, wir haben einen Fisch gefangen. Menge Fischfutter 0. Setze Fische in den Teich, indem du sie hineinwirfst. Wirf Fischfutter in den Teich, um sie zu füttern. Dasselbe, wenn du Fische herausnimmst. Cool, kann ich irgendwie sehen, wie viele Fische hier drin sind? So irgendwie so eine. Ups. Ah, sehr schön, ich bin einfach hier, ne? Ich hab jetzt einen Fisch, Leute. Ich hab einen Fisch gefangen. Ich hab. Probier ich gleich nochmal. Jetzt hat's mich erwischt. Jetzt. Wow. Nee. War ich jetzt zu langsam oder zu cool? Keine Ahnung, ich hatte einfach kurz diesen Swag. Ich war ganz kurz im Swag-Modus. Dann habe ich schon auf immer Müll und einen Fisch gefangen. Ob ich es nochmal hinkriege, weiß ich nicht. Ah, ist auch egal. Kann ich die Angel verbessern? Nee, die ist gar nicht dabei. Na gut, ich bin zufrieden. Oh, jetzt bin ich krank geworden. Habt ihr gesehen? Jetzt hat er gerade so geguckt, weil vermutlich jetzt auch 0 Uhr geworden ist und ich im Regen draußen bin. Das heißt, wir werden morgen etwas verschlafen. Aber solange das jetzt nur so, es wird dann eher so ein kleiner Schnupfen, sage ich mal. Ne? Das wird jetzt nichts Ernstes. Wir werden vermutlich bis um 8. Ich predikte mal, wir werden jetzt bis um 8 schlafen. Weil jetzt gerade dieser blaue Kopf da so geschüttelt wird, Animationen kam. Und ich denke mal, was war es klein, da werden wir dann bis morgen wieder gesund sein. Ich habe verschlafen, genau, bis um 8. Bin ich gut, Alter. So, morgen ist schönes Wetter. Und übermorgen ist das Erntefest, ne? Ja, toll. So, nehmen wir erstmal Kyoto. Dann schmeißen wir mal jetzt hier ordentlich hinaus. Bam. So. Ist hier irgendwas schon mal fertig, was ich ernten kann? Natürlich nicht, das freut mich. Und das geht jetzt ganz einfach von vorne los. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Ah, das geht ja. Das ist, wir haben bald hier 40.000 on the run irgendwann. Wir werden hier mal reicher und reicher und haben irgendwie keine Möglichkeit, das irgendwie mal auszugeben. wir Armen. Also ehrlich, Streuni. Also ehrlich, Sean. Also ehrlich, Vidra. Also ehrlich, Mentos. Na. Okay, das gerade. Es war, ich glaube, das kam gerade sehr falsch drüber, weil ich so nur den Stand. Das war es eigentlich überhaupt nicht so. Ach, egal, vergesst es einfach. Das, bitte seht das alles in einem kinderfreundlichen Kontext, was ich hier tue, denn so ist es eigentlich auch gemeint. Also das Spiel ist ja direkt, also mein Let's Play ist ja direkt an, richtet sich direkt an Kinder. Das nicht, weil ich doch mal auch mal etwas herbere Themen oder Ausdrücke habe, aber es hat so eine gewisse gesellschaftlich anerkannte Grundstimmung, so möchte ich das mal vorsichtig ausdrücken. Also vielleicht oft nicht zu politisch, wobei ich schon ein paar politische Meinungen habe, aber ich versuche jetzt hier möglichst rauszulassen, weil das hier nichts wirklich zu tun hat.
und ich damit nicht unbedingt meinen Kanal belasten möchte, weil manche meiner politischen Meinungen nicht sehr von der Allgemeinheit angesehen sind. Ich glaube, wenn ich meine politische Meinung äußern würde, wäre ich links, sowohl links als auch rechts sehr unbeliebt. Weil ich bin halt Mitte und für die, die rechts sind, bin ich halt eben links versifft und für die, die links sind, bin ich halt eben der scheiß Nazi. Und das ist halt immer ganz schwierig. Deswegen lasse ich immer meinen Mund jetzt hier zu, jedenfalls hier auf dem Kanal. Ja, jetzt rede ich auch wieder so viel, ne? Jetzt habe ich doch gesagt, dass ich Mitte bin. Ich bin halt eben immer dafür, dass alles ausgewogen bleibt, ne? Dass man alles berücksichtigt wird. Und das. Ja. Egal jetzt, komm. Gut ist. Schluss. Aus. So, war ich eigentlich jetzt gerade. Ich war gerade bei Raxo, oder? Ich war gerade so im Polit-Talk um den. Um den heißen Brei rumgeredet, den ich gerade nicht sonst gekriegt habe. Ich hoffe, dass wir auch bis zum Erntefest irgendwas fertig haben werden. Ich glaube auch, das Erntefest hier war so, dass man auch in einem riesigen Topf was reingeworfen hat. Dann würde ich gerne irgendwie, keine Ahnung, Süßkartoffel, Aubergine oder eine Möhre oder so etwas reinwerfen. Man kann auch, wenn man fies ist, sowas wie Unkraut reinwerfen. Dann finden alle den einen Topf ekelhaft. Aber ich versuche da schon was Cooles reinzuwerfen, um mich bei den Leuten beliebt zu machen. Ich glaube, Fisch ist auch nicht immer unbedingt so beliebt, muss man auch mögen. Aber ich glaube, jeder mag Möhren, oder? Also, ich glaube, so Common Sense, dass Möhren cool sind. So gekocht oder so in kleine Scheibchen geschnitten oder so. Möhrchen gehen eigentlich immer, oder? Ja, oder? Ja, klar. Gut. Ja, dann werden wir mal die Chickies wieder rausholen. Ich glaube auch, dass meine Fische nicht verhungern können. Die haben auch keine Zuneigungsanzeige oder so. Ich werde die einfach, ich werde die einfach immer mal füttern. Da werde ich jetzt vielleicht sogar heute oder morgen mal ein bisschen Fischfutter holen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, das kann ich schon einfach dann da rausnehmen. So. Einmal am Tag schmeiße ich da so Futter rein und hoffe, dass sie sich vermehren. Und ich glaube, damit kann ich halt eben auch kochen. Da kann ich zum Beispiel Sashimi machen dann. Und Karen steht total auf Sashimi. Und ich weiß auch nicht, wie das Wachstum der Fische ist, ob das auch so exponentiell ist. Also, dass ich, je mehr Fische ich habe, umso mehr Fische bekomme ich, dass vielleicht pro Fisch, keine Ahnung, alle jede Woche ein neuer Fisch hinzukommt. Dass du bei einem Fisch nach einer Woche zwei Fische und bei sieben Fischen nach einer Woche zum Beispiel 49 Fische. Nee, das war zu krass. Bei sieben Fischen hätte ich vermutlich einfach noch 14 Fische. So exponentiell wird es vermutlich gar nicht sein. Das ist nicht automatisch pro Woche jetzt ein Fisch dazukommt, sondern dass vielleicht pro Fische, die drin sind, jeweils ein Fisch hinzukommt. Das war dann nicht exponentiell. Das wäre dann einfach dann wachsend. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist einfach dann, nee, mehr Fische, ich habe es, mehr Fische kriege ich dann. So, ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Das ist ganz schlimm. So, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder, denke ich, wenn nicht wieder irgendein krasses Event kommt, dass so irgendwie Popuri von zu Hause weglaufen möchte oder was weiß ich, was wieder passiert, werde ich jetzt wahrscheinlich offscreen bis zum 9. spielen, also den Tag heute noch zu Ende spielen, den 8. machen. Ich werde dann wieder die Ladies beschenken, ich werde Holz hacken, ja, und dann weiter auf eine Hausvergrößerung Hand hinarbeiten, auf die ich dann schon so scharf warte. Denn wir können ja nicht automatisch kochen, wenn das Haus vergrößert ist. Nein, das hätte ich ja schon erzählt. Wir müssen dann noch nach und nach und nach jede Woche einzeln, wenn nicht gerade irgendwie Feiertag ist und der Gasthof nicht offen hat. Das kann, glaube ich, auch noch passieren. Müssen wir dann nach und nach die einzelnen Küchengeräte erwerben, mit denen wir dann die neuen Rezepte quasi dann kochen können. Ich glaube, Rezepte kann man einfach wild rumprobieren. Also es gibt ja auch eine Kochsendung, die einmal die Woche läuft. Da lernt man auch Rezepte direkt von da. Man kann aber selbst rumprobieren oder man kann auch einfach im Internet nachgucken. Aber ich denke mir zum Beispiel Sashimi, das wird einfach Fisch plus Messer sein. Da wird Sashimi ist einfach nur kleingeschnittener Fisch. Ich glaube auch nicht, dass da groß mit Gewürze oder so rumgespielt wird. Wobei, ich glaube, Gewürze teilweise auch die Qualität der Rezepte verbessern, also der Gerichte verbessern kann. Ich weiß es aber nicht so genau. Gucken wir einfach. Ich weiß gar nicht, ob es ja auch sowas wie ein Kochbuch dann gab oder ob ich mir das alles so direkt analog merken musste, so mit dem kleinen, dass man sich das so einfach in sein Notizheftchen, was man zum Spiel dazu bekommen hat, einfach alles so selbst reinschreibt oder so. So ganz oldschool, wisst ihr? Oh, wir haben schon nachmittags. Ups. So schön kann es gehen. Da hole ich mal schon hier Trüffel und alles. Jetzt bin ich auch doch wieder verquatscht, ne? Gut, da hole ich jetzt Trüffel. Hocke das Holz.
Boah, nee, ich fand das damals immer so lustig beim Gummibären. Da hat der Alte immer auch mal Hocke das Hals gesagt oder so. Und hat sich ja versprochen. Ich fand das so lustig und das war so dumm von ihm. Und wie kann man das da versprechen? Und das bin ich genauso. Dass ich dann immer die Silben von zwei Wörtern vertausche. Dann hocke ich das Hals. Hacke das Holz. Ich weiß nicht, ich bin selbst so geworden. Wie hieß denn da nochmal? Es gab Cruffy, Tammy. Wie hieß denn der Zauberer nochmal? Boah, wir haben Disney Plus Abo. Wird da mal Gummibärenbande geballert und dann weiß ich das wieder. Schauen wir mal. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.